Leute, was geht? Ich bin's hier, also Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar bin ich dezent aufgeregt. Na okay, was heißt dezent? Ich bin ziemlich doll aufgeregt, um ehrlich zu sein. Denn es geht wieder auf Reisen und da nehme ich euch mit. Aber wohin es genau jetzt geht, verrate ich in diesem Video noch nicht. Denn das müsst ihr erraten in den Kommentaren. Gebt mal eure Vermutung ab. Ich gebe nur 1,5 Tipps. Der erste Tipp ist, ich muss ziemlich weit fliegen. Und der zweite, das ist die Hälfte, ist, ich werde nicht in Europa sein. Mehr gibt es nicht an Tipps. Weil ich weiß, ihr seid voll die Detektive und ihr bekommt das definitiv raus. Ihr seid nämlich echt gut, muss ich schon sagen. Mein Respekt, Leute. Ihr seid wirklich gut, weil meistens erratet ihr das einfach richtig. Für alle, die es richtig haben, ihr bekommt auf jeden Fall von mir ein Herz. Und im nächsten Video werdet ihr es dann spätestens eh erfahren. Jedenfalls, wenn ihr Bock habt auf richtig viele Vlogs und Challenges von dort, das wird nämlich ultra cool, ich sag's euch. Dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben, denn dann weiß ich Bescheid, ihr habt da richtig Lust drauf. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, was macht ihr diese Osterferien? Was ist euer Plan? Fahrt ihr irgendwo hin oder bleibt ihr nur zu Hause? Chillt ihr mit Freunden? Was habt ihr so geplant? Lasst es mich wissen. Oder vielleicht schlaft ihr auch einfach nur aus. Geht auch voll klar. Why not? Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Flughafen. Es geht in ungefähr einer Stunde los. Ich muss rechtzeitig da sein, weil jetzt über die Osterferien wird extremst viel los sein. Das weiß ich jetzt schon. Ja, wir sehen uns dann dort, wenn ich weniger gestresst bin. Und hoffentlich, naja, ich werde wahrscheinlich noch nervöser sein. Egal, wir sehen uns dort. So Leute, ich bin jetzt endlich angekommen am Flughafen. Ist gerade ein bisschen still hier, ein bisschen unangenehm zu reden. Ja, ich kann immer noch nicht so ganz draußen normal filmen immer, weil es ist mir immer noch etwas unangenehm manchmal. Aber auf jeden Fall bin ich durch einen Security-Check, habe mein Gepäck abgegeben und jetzt warte ich auf meinen ersten Flug nach München. Ich muss nämlich einmal umsteigen und dann beginnt der richtig lange Flug. Also ich hoffe, nach diesem kurzen Flug legt sich meine Flugangst ein bisschen. Ich hoffe es, aber wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich noch ein bisschen mein Handy aufladen und wenig Musik hören, um runterzukommen, Leute. Und dann sehen wir uns, ja, wenn ich in München gelandet bin, dann melde ich mich, weil ich habe da 2 Stunden ungefähr Zeit, obwohl das doch recht knapp ist. Ich weiß jetzt nicht, ob der Verspätung haben wird, der Flug jetzt. Das kommt noch dazu. Ich muss auch noch mal durch die Passkontrolle. Deswegen, ja, es wird, glaube ich, ein bisschen knapp. Ja, mal gucken, inwieweit ich mich melden kann. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Flugzeug. Bis später, Leute. Ich habe mir noch so ein paar Riegel zum Snacken geholt. Ich bin mal so gespannt, wie das hier schmeckt. Das habe ich mir von DM mitgenommen. Einmal Coconut Cream. Keine Ahnung, ob das gut ist, aber es klingt lecker. Und wie man sehen kann, ich liebe Kokosnuss. Ich habe mir auch noch so einen Riegel mitgenommen. Aber die sind so unfassbar gut, Leute. Die müsst ihr mal probiert haben. So Leute, ich bin jetzt in München gelandet. Jetzt muss ich eben mit dem Shuttle fahren zum anderen Terminal und dann, ja, den nächsten Flieger suchen. Mit Reis, Sushi, Leute, richtig nice, Udon und dazu auch noch eine Soße, die ist hier drin und ein Obstsalat. Endlich ist es ein bisschen heller hier geworden. Ich habe echt viel geschlafen, also versucht zu schlafen. Vielleicht ziemlich ungemütlich, aber egal. Hauptsache, ich habe so ein paar Stunden umbekommen. Aber gleich ist es Zeit fürs Frühstück. Aber dort, wo ich ankomme, ist eigentlich schon abends. Also was ist das? Abendessen, Frühstück? Ich bin durcheinander, Leute.
wollte, aber egal. Auf jeden Fall gibt es Rührei, da freue ich mich schon. Und dann ist es nicht mehr lange hin. Noch 1:50 und dann bin ich da. Endlich angekommen! Oh mein Gott! Ich war gestern sowas von K.O. Es funktionierte gar nichts mehr bei mir. Ich hatte mich voll eklig gefühlt. Ich musste mich auch erstmal duschen, neue Klamotten anziehen. Dann bin ich noch was essen gegangen, weil ich voll Hunger hatte. Und dann habe ich mir noch was zu trinken geholt. Und dann bin ich einfach nur noch schlafen gegangen. Beziehungsweise ich habe versucht zu schlafen, weil es ist ein bisschen schwer mit der Zeitumstellung, Leute. Ich war schon um 4, 5 Uhr morgens wach. Ja, und jetzt ist es so um 11 Uhr. Ich bin noch mal kurz eingeschlafen, aber es ist nicht schlimm, weil alles erst so richtig ab 11 hier aufmacht. Deswegen eigentlich perfekt. Mir ist fertig und jetzt können wir abgehen in die Stadt. Ich dachte mir, ich vlogge ein wenig, nehme euch ein wenig mit durch meinen Tag hier, weil ab morgen geht es erst so richtig los. Da habe ich so richtig coole Sachen geplant. Ich hoffe, mein Plan geht auch auf, aber es wird ostermäßig, also seid gespannt. Deswegen, wir gehen gleich was Leckeres essen und dann schauen wir einfach mal ein bisschen in den Läden rum und keine Ahnung, was ich noch so auf dem Weg finde. Also ja, vielleicht finde ich irgendwelche coolen Sachen zum Ausprobieren. Also ich würde sagen, let's go! So Leute, ich bin jetzt draußen, ich wollte zu einem bestimmten Ort, aber die Strecke werde ich laufen. Das wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Ich finde, dadurch sieht man so, so viel mehr, als dass man fährt, weil dann verpasst man irgendwie richtig viel. Aber wir werden erstmal einen Stopp machen bei einem Convenience Store. Ich werde mir Snacks holen, um was zu trinken und ja, dann können wir weiterlaufen. Oh mein Gott, guckt euch mal dieses Nachtlicht an, so süß. Oder hier, ein schlafender Kirby. Ist ja auch eine andere Pringles-Sorte, Korean Barbecue. Die haben auch mit diesen Mufu-Sandkatzen so eine Collab hier. Und guckt euch das mal an, wie süß. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Das ist so klein. Und Leute, ich bin endlich in dem Viertel angekommen, wo ich unbedingt hin wollte. Und das sieht jetzt schon mega cool aus. Mal gucken, was es hier alles so gibt. Oh, hier ist einfach mal mitten quasi in der Stadt ein kleiner Minischrein. Wie schön. Leute, guck mal, was ich gefunden habe. Einfach mal einen ganzen Pringles-Store. Also Leute, das schreit nach einer Candy Challenge, oder? Also, wow, guckt euch die Auswahl an. Oh Leute, hier gibt es tatsächlich richtig viel von Pringles. Ich glaube, ziemlich viele andere Sorten. Oha. Oh mein Gott, die muss ich unbedingt probieren. Leute, was sind das für Pringles? Was ist das für eine Verpackung? Und es gibt sogar Gacha mit solchen Buttons, Anhängern. Hier gibt es auch Mini-Chips. Das habe ich mir gerade aus dem Gacha-Automaten geholt. Ja. Guckt euch den Laden mal an. Wie krass sieht das denn bitte aus? Dann mit dem Sushi hier. Ich feier das. Ich glaube, das ist der verrückteste Gacha-Automaten, den ich jemals gesehen habe. Mit diesem Baby hier. Das ist schon ein bisschen gruselig, ne? Aber ich habe gerade nicht das passende Kleingeld. Sonst hätte ich mir den gekauft. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an, wie lustig ist der denn? Ich bin gerade spontan in diese Arkaden da reingegangen, wo man so Sachen rausholen kann aus dem Automaten. Und Leute, ich habe nur dreimal versucht, das heißt 300 Yen, das sind 1,80 Euro. Und ich habe diesen Fenster mit dem Flaschi rausbekommen. Oh mein Gott, er ist so schön. Ich weiß zwar nicht, wie ich ihn mit nach Hause nehme, aber er ist so schön. Gut, hier kriegt man wenigstens geile Sachen raus. Leute,
Leute, hier kann man so viele alte Retro-Games spielen und es ist völlige Reizüberflutung, weil es hier so laut ist, aber voll cool, einfach mal so eine alte Retro-Arena. Leute, hier ist ja dieser Riesenturm und die meisten stellen sich tatsächlich nicht an, um dort hochzugehen, sondern um mit dieser riesigen Rutsche hier zu rutschen. Ja, da ist immer die längste Schlange, aber ich traue mich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Ich finde das ein bisschen sehr schmal. Ich habe Angst, dass ich da drin stecken bleibe. Und das ist verdammt hoch, Mann. Die Rutsche ist übrigens 60 Meter hoch. Ja. Jetzt könnt ihr wahrscheinlich auch verstehen, warum ich da nicht reingehe, Leute. Ey, nee, das traue ich mich nicht. Das traue ich mich absolut gar nicht. Wer würde sich trauen? Und Leute, hier gibt es sogar Döner. Ja, hier kann man sogar Döner kaufen. Hier in so eine Drogerie reingegangen und oh, guckt mal, hier gibt es voll die coolen Badekugeln. Leute, ich habe die Regenbogen-Cola gefunden. Kleinen Haul, weil ich so einige Sachen geholt habe und danach werde ich mich einfach noch Bett fertig machen und schlafen gehen, weil morgen muss ich ganz früh raus, denn was Besonderes steht an. Auf jeden Fall habe ich mir einmal solche Masken hier geholt mit Kurumi, Hello Kitty und Cinnamon Roll. Dann habe ich mir solche Kit Kat hier mitgenommen. Ich glaube, das war, warte mal, das steht hier, Sakura und Roasted Soybean Powder. Klingt nice, habe ich noch nie gesehen. Dann haben wir bald Ostern, Leute. Da habe ich mir so einen kleinen My Melody Anhänger geholt. Voll süß und so plüschig. Dann habe ich mir noch solche Haarspangen von Miffy geholt. Ich finde die ja so süß, deswegen habe ich mir auch noch solche Sticker hier geholt. Und dann noch ein paar Skincare Sachen. Und zwar einmal sowas hier. Das ist so ein Schaum, Reinigungsschaum von Bior in so rosa und das heißt Marshmallow Whip, Leute. Also es schreit nach Becky. Da habe ich mir solche, das sind solche Puderkapseln. Die schäumen mit Wasser und dann kannst du damit dein Gesicht reinigen. Sehr nice, in Sakura Edition. Dann habe ich so ein richtig cooles Cleansing Balm gefunden. Dann habe ich mir noch so ein Serum hier mitgenommen. Das soll auch gut sein für empfindliche Haut. Dann habe ich mir noch so einen Skin Conditioner geholt. Der ist auch super gehypt und viral auf TikTok. Dann habe ich mir noch solche Akne-Produkte hier geholt. Die sollen auch richtig gut sein gegen Pickel. Ich habe hier nämlich ziemlich viele, deswegen ich möchte die gerne loswerden. Ich hoffe, das hilft. Die kommen und gehen irgendwie, es nervt. Ja, und das waren die Dinge, die ich mir geholt habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Freitag wieder, Leute, mit einem neuen Video. Ich habe euch so, so da lieb.